Trokathlon, eine Aktion von Decathlon. Die geht vom 1. bis 15. April, also quasi über Ostern. Hier ist mal wieder der Felix aus Liesdorf. Hallo. Grüßt euch. Hallo Felix. Trok bedeutet irgendwie eine Art Flohmarkt für das Kaufen und Verkaufen. Ihr seid Mittler für eure Kunden, das heißt, ihr nehmt Dinge in Zahlung. Nicht in Zahlung, ihr vermittelt Kunden, Käufer für gebrauchte Sportartikel, richtig? Genau, so kann man sagen. Prima, die stehen auch hier schon. Was gibt's denn hier alles so beim Trokathlon? Also jetzt zum Frühling ist natürlich klar, Kinder wachsen aus ihren Fahrrädern raus, Eltern wollen neue Fahrräder kaufen und dementsprechend haben wir hier ein Riesensortiment von klein bis groß an Fahrrädern, was auch jährlich wirklich einen großen, großen Anklang findet und genutzt wird. Jetzt sehe ich jetzt gerade hier das Fahrrad, hier kostet manche 50 Euro. Da steht jeweils ein Preis mit dran, das heißt, eure Kunden oder Besucher, die können einfach entsprechende Artikel hier platzieren in dem Zelt. Die Preise werden jeweils dran geklebt und dann können Kunden das besichtigen, die das auch hier gerade tun. Und können dann hier vorne hingehen und die Waren einfach kaufen, richtig? Genau, also ein Kunde kommt an und sagen wir jetzt beispielsweise mit dem Boden, was nicht jedes Jahr vorkommt. Wir haben jetzt wirklich mal zwei Hartschalen-Kajaks da. Und wenn da Interesse besteht, ist natürlich der Kunde, wenn er es verkaufen möchte und sich eventuell ein neues kauft, dann bringt er sein altes Sportgut wieder. Jetzt ist hier ein Hartschalen-Kajak und er macht dann mit uns gemeinsam einen Preis aus, der realistisch ist. Weil da gibt es auch utopische Vorstellungen, da muss man sehr vorsichtig sein, aber die meisten treffen sich in der Mitte und wenn es attraktiv ist für Kunden, die dann bei uns die Sachen durchgucken, dann haben die Möglichkeit, das Ganze zu erwerben. So, das hier kostet jetzt 100 Euro, das rote, und das grüne kostet 50 Euro. Das klingt ja alles jetzt nicht die Welt, oder? Ich nehme an, das ist noch wasserdicht ist, man weiß es nicht. Aber ihr nehmt ja keine Garantie, ihr seid nur ein Mittler, richtig? Wir versuchen natürlich alles, was hier verkauft worden oder angeboten wird, von uns auch in kurz einem Zustand zu übernehmen, der verkaufbar ist. Wir nehmen keinen in dem Sinne Schrott an. Das ist Quatsch. So, die sahen ja schon ganz gut aus. Es gibt auch Schuhe, wie ich das sehe. Es gibt Tennisschläger. Es gibt Rollerblades. Im Prinzip alles, was ihr noch zu Hause rumliegen habt, ja, was ihr schon ewig nicht mehr gebraucht habt, richtig? Genau. Also vor allem bei Fitnessgeräten ist immer so ein leidiges Thema. Man hat irgendwann mal eine Verletzung gehabt zum Beispiel und hat einen Heimtrainer sich dafür angelegt, um einfach seine eigene Reha zu Hause zu vollenden. Und sowas steht dann gerne mal in der Ecke rum. Und da, einfach, ja. Kommt auf uns zu, macht einen guten Preis. Und ich sage euch, vor allem bei den Fitnessgeräten ist die Leidenschaft sehr groß, dass das ein Abfinder, ein Finder findet. Finder findet. Schönes Wortspiel. Trokathlon, das ist das Thema. Und das Ganze geht noch bis zum 15. April. Finde ich eine tolle Aktion. Und derjenige kriegt denn kein Geld ausgezahlt, der kriegt einen Gutschein, kann sich neue Sachen bei euch kaufen. Genau. Richtig? Also alles, was verkauft wird, wird danach per Gutschein an den Kunden ausbezahlt in dem Sinne. Er kriegt einen Gutschein, den kann er bei uns wie Bargeld einlösen. Man muss immer wissen, das ist noch ein kleiner Hinweis für alle, am letzten Tag sollte es nicht verkauft worden sein, dann ist das Produkt nochmal 20% Rabatt. Okay, das heißt, ich sage jetzt einen Preis, zum Beispiel 50 Euro hätte ich gern haben, dann geht es am letzten Tag theoretisch für 40 weg. Genau. Super, Felix. Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Es gibt einen Gutschein im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Die Antwort diesmal ist Trokathlon vom 1. bis zum 15. April. Teil bei zeigt. Decathlon in Liesdorf. Und wenn ihr noch was habt, bringt's her. Kein besserer Platz, um Sportgeräte einem größeren Publikum anzubieten. Sagt der Felix. Vielen Dank. Bitteschön.